Hey Leute und willkommen zurück zu einem gerade etwas rumflackerenden Minecraft. Ich werde mal ganz kurz die Perspektive umschalten, damit das nicht mehr der Fall ist. Ja, willkommen zurück. Wir haben beim letzten Mal ja ein bisschen geschnackt und das Haus, das Dach weitergebaut. Und ich habe mir gedacht, ich nehme uns allen mal ein wenig Arbeit ab, indem ich das Ganze fertigstelle. Ich zeige euch das mal ganz kurz hier hinten. Ja, ähnliches Design wie hier vorne. Moment, irgendwas ist falsch. Ah, ja. Einziger Unterschied, das da ist ja so diagonal und das hier ist gerade. Dadurch kann man da dann auch noch eine weitere Etage einbauen, so mit Fenster und so. Ansonsten habe ich hier die Wände weitergezogen. Ja, relativ flach. Aber ja, so ist das nun mal. Denn ich habe mir nochmal ein paar Referenzbilder angeguckt zu den Gebäuden, die ich hier versuche ein bisschen nachzubauen von damals. Und ja, es ist tatsächlich einfach so, dass diese Gebäude einfach so aussehen. Da muss ich gar nicht überdetailisieren. Ich kann hier immer diese Steinebene, da kann ich immer ein bisschen mehr machen. Ne, hier so mit diesen, ja, ne, weiß Bescheid. Aber ansonsten ist das eigentlich schon so das Maximum, was ich da an Detail rausholen will und soll und kann. Dazu kommen noch, dass die Seiten einfach flach sind. Ich hatte ja schon angekündigt, dass das, oder was ist angekündigt? Ich habe es ja schon erklärt, dass die Seiten mit den nächsten Gebäuden verknüpft sein werden. Achso, übrigens, wahrscheinlich werden die Gebäude nicht ganz so hoch wie das hier, deswegen kann man hier oben diesen Sims haben und das andere Fenster schließt dann irgendwie hier so an. So, aber kurz das Inventar einblenden. Genau, ansonsten halt noch ein paar kleine Fenster für die zweite Etage. Und ja, jetzt können wir uns mal etwas anderem widmen, und zwar dem Innenleben. Ne, das hier ist jetzt das Gebäude von innen. Ist noch relativ düster. Gerade noch mal ein paar mehr Lichter setzen, damit man auch sieht, was hier eigentlich los ist. So, und ich würde sagen, hier setze ich die ganzen Fackeln immer auf Höhe der anderen. Und dann brauchen wir gleich noch eine Raumunterteilung. Huch. Kann man so oft Fackeln falsch setzen, das ist ja unglaublich. Okay, meine Idee für die zweite Etage war jetzt relativ einfach. Wir nehmen das Muster, was wir hier haben, nur ersetzen das. Also das, die Teile hier mit Oak werden zu Spruce hier oben und das Ganze noch andersrum. Sprich, wahrscheinlich zeige ich es am besten. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich verständlich war, was ich meine. Aber naja. Genau, sowas. Und dann muss das hier ja so und so. Ist das überhaupt richtig? Nee, das ist falsch. Genau, hier muss jetzt sowas rein. So, das ist aber richtig. Genau, hier bleibt das so. Ja, weil es so ist. Der Vorteil ist aber, wir können das hier dann so anknüpfen. Nicht mit Dreck. Wir können das jetzt hier so anknüpfen. So. Und dann hier noch. Und ich glaube, hier kommt der nächste. Ja, ist richtig. Aber das war nur zu viel. Aber ich kann es kurz da lassen, denn ich brauche den noch da. Ansonsten, Moment. Die Real-Life-Sonne ist hier gerade voll dabei. Deswegen muss ich einmal ganz kurz etwas gegen das Licht tun. Das ist ja krass. Okay. Sorry für diese kurze Für diese kurze unprofessionelle Unterbrechung, würde ich sagen. Aber man hat allein schon gesehen, man hat es vielleicht gemerkt, ich konnte nicht mal mehr optisch Dirt und Dreck Dirt und Dreck. Wow, Rapkin, ernsthaft. Sprachlich bin ich wohl auch nicht ganz auf der Höhe gerade. Naja gut, okay, ich habe meine Lernphase schon hinter mir und meine Lernphase bestand heute aus, ja, Abschreiben im Prinzip. Abschreiben von Vorlesungsfolien und zwar von über 50 Folien. Das hat anscheinend mehr an meinen Kräften gezerrt, als ich es gedacht hatte. Gut, 48.
Okay, genau, wir hatten hier noch dieses Muster. Aber ansonsten. Ansonsten sollte das gut sein. Dann brauchen wir hier gleich noch eine Treppe. So, also Moment, erstmal was anderes. Habe ich eigentlich, wir haben ja hier Spruce und Oak, haben wir denn eigentlich irgendwie sowas wie Dark Oak oder so mitgenommen? Jungle. Nee, ich sehe hier kein Dark Oak. Siehst du hier Dark Oak? Nein, ich sehe kein Dark Oak. Hm. Okay, das heißt, ich werde wahrscheinlich nochmal Dark Oak. Ja, ich werde nochmal Dark Oak holen müssen. Nach der Folge. Oder, ja, vor der nächsten, wie auch immer. Oder wenn mir halt der Sinn danach steht. Denn ich möchte, dass die Tür aus Dark Oak ist, weil das sieht dann sehr massiv aus. Und ja. Ansonsten, ich bin sehr zufrieden, wie das Dach im Endeffekt ist. Achso, jetzt muss ich einmal ganz kurz überlegen. Also ich möchte. Okay, pass auf. Erstmal brauchen wir irgendwie eine andere Farbe für den Tresen und so weiter. Da wäre Dark Oak an und für sich auch nicht schlecht, ne? Birch ist ein bisschen übertrieben. Könnten sonst auch diesen rötlichen Acacia-Look nehmen. Moment, wir probieren das mal aus. Also zack und dann so. Und so. Nochmal so. So, wenn ich jetzt sage, ich möchte damit den Tresen zum Beispiel machen. Mal gucken, wie das aussieht. So, der Tresen ist dann irgendwie hier zum Beispiel. Und der erstreckt sich. Ja, von hier aus. Einmal hier so lang. Bis hier und da kommt dann gleich noch eine Falltür hin. Na, wobei ist ein bisschen klein. Ja, machen wir mal so. Genau, und dann kommt hier die Falltür hin. Ja, es ist mir immer noch zu klein. Verdammt! Moment, könnte das auch noch so machen? Ja, doch, das ist ganz cool. Ich brauche aber tatsächlich die Falltür, damit ich den richtigen Eindruck hier gewinne. Ich werde jetzt übrigens nicht zu viel Energie in die Inneneinrichtung, ja, ich würde sagen, verschwenden. Sprich, ich werde zwar alles bestmöglich einrichten, aber ich werde nicht 2 Jahre geführte darüber nachdenken, ob das jetzt alles so optimal ist mit der Einrichtung, sondern ich werde es einfach machen. So. Und, ja, dann sozusagen hoffen, dass es so aussieht, wie es gut ist, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Und ansonsten eben nicht. Gut. Was mir ansonsten noch einfällt. Hier könnte man so eine Art Bierfässer machen. Ist das cool? Ne, das ist nicht cool. Jetzt habe ich natürlich keine braune Wolle oder so dabei, glaube ich. Das ist ungünstig. Ich hätte jetzt nämlich. Na, wobei, wir können das auch anders machen. Huch, nee, so nicht. Genau. Wie ging das nochmal? Nein. Das war schon mal falsch. Okay, Moment, dann war das, glaube ich, war das das hier für Knöpfe? Ja, das ist richtig. Okay, so, wenn ihr euch jetzt wundert, was tut er da? Keine Sorge, ihr werdet das gleich sehen. Okay, das ist scheiße. Das müssen wir anders machen. Moment. Oh, ich habe eine viel bessere Idee. Sehr gut. Und zwar so. Und jetzt brauche ich nur noch. Wo haben wir sie? Jetzt brauche ich nur noch. Wir haben doch ein paar Fence Gates, oder?
Nee, ne? Ich muss ein paar Fanscales machen. Okay. Mein Inventar müllt sich übrigens ein wenig zu. Aber nur ein wenig. Natürlich war das genau falsch. So. Ich kann mal sinnlos Blöcke platzieren. Das kann ich auch sehr gut. Aber was ich eigentlich meinte, ist das hier aussortieren. Denn diesen ganzen Dachkram brauche ich ja jetzt nicht mehr. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Haus. So, vom Look her. Mir gefällt das. Und wenn ich mir das jetzt so in verschiedenen Variationen hier überall verteilt so denke, dann ist das schon ziemlich cool. Na, machen wir das doch so. Okay, das ist jetzt im Prinzip, wobei, das sieht blöd aus. Wir könnten... Pass auf. Ja, das ist besser. Das ist jetzt so eine Art, ja, Bierfass. Hoffe ich. Also ich bestimme jetzt, das ist ein Bierfass. Punkt aus Ende. Das ist ein Bierfass. Also die Beleuchtung. Gott, ich... Moment. Wie hieß das nochmal? Okay, jetzt muss ich einmal ganz kurz wieder was machen nebenbei. Das da. Geh weg und spiele mir ein anderes Lied. Ich habe das jetzt aus der Playlist gekickt, weil immer wenn das Lied spielt, denke ich mir mal kurz so, oh Gott, Lautstärke, bitte. Und das nervt mich auf Dauer ein bisschen. So, wir machen die Lichter jetzt erstmal hier. Und das ist jetzt das. Und dann brauchen wir halt irgendwie noch Regale. Ich würde sagen, sowas hier sind gute Regale. Glaube ich. Ach, ganz ehrlich, wir werden hier eine Workbench insgesamt eh brauchen. So. Dann noch sowas. Und so. Und schwuppdiwupp haben wir ganz tolle Regale. Würde ich behaupten. So, und dann machen wir drunter noch so eine Art Tisch. Genau. Und dann würde ich sagen, der Praxis halber kommt hier noch eine Kiste rein. Ne, hier noch so eine schnieke Doppelkiste. So. Dann gibt es noch Barhocker. Ich überlege gerade, wie ich die Barhocker am besten mache. Aber ich würde einfach mal sagen. So. Zwei Barhocker. Es geht, ne? Ja, sehr gut. So. Doch, das gefällt mir doch ganz gut, was ich hier gerade mache. Okay, ja, wie gesagt, also ich werde dich hier jetzt einfach nur so ein bisschen... Ah, ist jetzt die Kiste woanders hin, so. Ich werde jetzt einfach nur so ein bisschen Inneneinrichtung machen. So wie ich der Meinung bin, dass es gut ist. Und also was heißt, dass ich meine, dass es gut ist? Es ist eigentlich falsch formuliert, weil dann würde ich hier wahrscheinlich deutlich länger sitzen. Ja, aber grundsätzlich, ich fasse jetzt einfach immer irgendwie einen Gedanken, bautechnisch, und den setze ich dann einfach um und den lasse ich dann auch so. Denn ich bin nicht der Beste im Inneneinrichtungsgestaltungszeugs, sag ich selber von mir auch. Na, das passt mir nicht ganz.
Okay, Moment, das machen wir anders. Ich bin wirklich nicht der Beste damit. Aber das ist halt auch ein Lernprozess, wie alles hier so in Minecraft mit Architektur und Kreativität und so. Das ist ja alles ein Lernprozess irgendwie. Und ja, den will ich gar nicht unterbrechen, diesen Lernprozess. Und deswegen lasse ich einfach sozusagen meine alten, schlechten Schandtaten, die ich hier produziere, die lasse ich einfach, ja, lasse ich einfach aus Gründen dann da. Das ist gerade total schlimm. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das alles genau erklären soll. Ich bin gedanklich gerade echt durch. Das ist echt krass. Dann bleibt das wohl auch die einzige Folge, die ich aufnehme. Ich hoffe, das kann man mir verzeihen, dass das gerade alles ein bisschen, ja, gedanklich drunter und drüber geht. So. Okay. So, und dann noch so irgendwie. Oh, ja, so ist gut, denke ich. Und dann steht hier sowas. So, und tendenziell soll hier oben der Schlafbereich sein. Das ist gerade ein bisschen schwer umzusetzen, glaube ich. Aber okay. Gab es hier noch irgendwas, was ich setzen wollte? Theoretisch muss hier so einer hin. Oh, ich habe gar keine... Kann man hier noch entlang? Nee, das geht gar nicht mehr. Okay, dann bleibst du so. Alles klar. Beziehungsweise ich mache die hier noch zu Treppen. Ja, ja, ja. Habe jetzt gar nicht gezählt, wie viele das waren, aber ich glaube, vier sollten hinkommen. Genau, hier 1, 2, 3 und dann noch einer seitlich. Mensch, du! Perfekt! Wunderschön. Oder so. gut. Als nächstes muss ich mir überlegen, wie ich das mit den Zimmern machen möchte. Ich würde aber spontan sagen, das hier wäre eins. Das hier wäre noch eins. Und hier wäre auch noch eins. Achso, nicht aus Holz. Hä, ich Dummkopf. Natürlich aus White Stained Clay, damit man hier auch so ein bisschen eine Differenz zwischen Boden und Wand hat. Ja. Ist jetzt nicht wirklich von realistischer Größe, das Gasthaus. Also da können jetzt nicht wirklich viele Leute schlafen. Das ist ein bisschen unproduktiv. Aber, naja. So, 26. Ich würde, glaube ich, aber auch sagen, ich nehme jetzt gleich zwei Stacks, die ich zu weißem umwandle. Die werde ich, glaube ich, so oder so brauchen. Also ich möchte kein Leben verschwenden, weil dann müsste ich extra wieder den Beacon aus unserer Base abreißen, zu dem Mesa-Biom düsen, den Beacon da aufbauen und dann wieder farmen. Das ist ein bisschen umständlich. Es ist zwar nicht anstrengend so, aber wenn man sich die Ressourcen auch einteilen kann, so wie man sie wirklich braucht, dann kann man doch auch das tun. So. Und der Eingang ist hier. Ja, ein längerer Bereich und zwei kleine. Ja, das finde ich gut. Gut, was mir jetzt gerade spontan noch eingefallen ist. Sind die hier notwendig? Ja, sind sie. So. Okay.
Na, nee, dann würde ich sagen, mache ich das so. So, muss ich gleich noch mehr Kobbel holen. Beziehungsweise ich muss jetzt mehr Kobbel holen. Und die Folge ist zu Ende. Aber ich glaube, ich werde das noch einmal ganz kurz machen. Dass da zumindest die Wände sind, wo sie hingehören. Wo ist denn jetzt die Kiste mit dem Kobbel? Die war doch hier irgendwo. Ach, nehmen wir einfach das hier. Nehmen wir uns diesen Kobbel mit. So, damit man auch ein bisschen mehr Kontrast für die Wände hat. So. So, das geht dann hier noch lang. Und hier. Und so. Gut. Ja, und die Wände kommen dann hier halt so rein. Okay. War's das? Nee, hier fehlt ein. So. Zack. Und ja, die Decke machen wir noch. Aber das ist so die Idee. Das sind jetzt hier so ein paar Schlafräume halt für Gäste. Und ja. Dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, wie habe ich das geschafft? was? Jetzt, wo sind meine Fackeln hin? Was? Spiel, please, was tust du? Okay. Ja, also, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich wissen. Sorry nochmal, dass ich minimal schweigsamer war. Aber ich habe das anscheinend doch ein bisschen unterschätzt mit der Anstrengung des Lernens. Und dementsprechend, ja, bin ich nicht mehr so ganz voller Elan, wie ich es normalerweise während der Aufnahme bin. Und ja, das tut mir leid. Aber ansonsten, wenn ihr noch Fragen oder Themen habt, über die ich mal schnacken könnte in einer Folge, schreibt sie mir auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal zu Minecraft. Bis dann.